Ein besonderer Dank geht an unsere Nachbarn, die uns heute mit ihrem Besuch die Ehre erweisen. Y hoy un agradecimiento muy especial por nuestros vecinos que están viniendo acá y nos acompañan. Zuallererst möchte ich Sie höflich um Entschuldigung bitten, dass wir bei unserer Ankunft hier nicht zu jedem Einzelnen von Ihnen gekommen sind, um uns vorzustellen, wie es sich gehört. Wir haben die Verantwortung für jetzt bereits hunderte, bald tausende Familien übernommen, die ihr Vermögen, welches in Europa in den nächsten Jahren durch gedankenlose Politiker vernichtet werden wird, zu übernehmen, zu schützen, zu erhalten und wenn möglich zu vermehren. Und wenn ich wir meine, meine ich insbesondere meine geliebte Gattin Silvia. Y si yo digo nosotros, en primer lugar, me refiero a mi querida esposa Silvia. Ohne die dieses Projekt heute nicht bestehen würde. Sin la cual este proyecto no podría haberse realizado. Und die an meiner Seite gestanden ist nun seit 23 Jahren und mich aushält. Y que me aguanta hace 23 años, eso lo entiendo. Hace 23 años. Nein, das ist nicht mein Geld, das hier verbaut wird. Das ist das Geld von Menschen, die nach europäischen Verhältnissen nicht reich sind. Das sind Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben und gespart haben. Das bisschen, das wir hatten, haben wir hierher gebracht und wir haben diese enorme Verantwortung übernommen. Geld interessiert uns nicht. Wir sind auch nicht bestechlich. Daher wurden wir angegriffen und verleumdet, weil wir nicht bereit waren, dieses wunderbare Projekt an profitgierige Spekulanten zu verkaufen. Wir haben sie einfach gefragt, welchen Teil des Wortes Nein versteht ihr nicht? Wir beide sind gekommen, um dieses Land und die Natur zu schützen und wiederherzustellen. Wir haben versprochen, aus diesem Land wieder ein echtes Paradies zu machen. Wir arbeiten nun seit fast 40 Jahren, seit 1988, an so einem Projekt. Aus vielen Ländern das richtige Land zu wählen, ein Stück Land zu finden, das groß genug ist, um die Anzahl an Auswanderern zu ernähren, die man braucht, damit die Gemeinschaft sich selbst erhalten kann. Und in der jeder seine Freunde auswählen kann, mit denen er auskommt. Silvia und ich, wir arbeiten sehr viel. Unsere hochgeschätzten Mitarbeiter und Freunde aus Paraguay können das bestätigen. Wir sind die Ersten bei der Arbeit, manchmal schon um 3.30 Uhr morgens und die Letzten, die aufhören. Oft ist es 10 Uhr und später. Warum machen wir das? Weil wir uns der Verantwortung bewusst sind, die wir unseren Klienten und den vielen Menschen, die hier durch uns Arbeit gefunden haben. Wir sind uns bewusst dieser Verantwortung, die wir vor allem auch für die Menschen haben, die durch uns jetzt endlich Arbeit gefunden haben. Es ist Brauch und Sitte in diesem Land, dass man jedem, der kommt und der nach Wasser fragt, auch Wasser gibt. Daher wollen wir uns bei euch für eure Gastfreundschaft bedanken, indem wir euch sauberes und gesundes Wasser kostenfrei abgeben. Wir werden hier einen tiefen Brunnen bohren, der so tief ist, dass ihr das beste Wasser der Welt jederzeit zur Verfügung habt. Ihr, unsere Nachbarn, seid eingeladen, für euch und eure Familien dieses saubere Wasser hier zu nehmen. Wasser ist das Wertvollste auf der Welt, wertvoller als Gold. Ja, und an euch Politiker geht mein Appell. Dieses kostbarste Gut eures Volkes ist das Wasser. Kommt nicht auf die Idee, dieses Wasser an internationale Konzerne zu verkaufen. Dieses Wasser gehört eurem Volk. Und ihr Leute, fragt, bevor ihr wählt, ob euer Abgeordneter dieses Wasser für euch schützen und erhalten wird. Ihr seid indianischen Ursprungs und daher um so vieles weiser als die Europäer und Amerikaner. Ihr habt daher unseren vollen Respekt. Indianische Weisheit. Wenn der letzte Baum verdorrt, das letzte Feld von Chemikalien vergiftet und der letzte Tropfen Wasser verkauft sind, werdet ihr erkennen, dass man Geld nicht essen kann. Ihr glaubt, dass ihr hier in einem rückständigen Stück Land fernab von der Zivilisation lebt? Ich darf euch unsere Sicht dieses Landes geben. Wir haben diese angebliche Zivilisation erlebt und wollen jetzt 11.000 Kilometer weit weg. Warum? Unter anderem, weil wir dort nicht mehr schlafen können und viele Krebs bekommen haben, wegen der vielen Handymasten auf den Hausdächern. Weil unsere Luft von Abgasen und Nanopartikeln verpestet wird, sodass wir keinen blauen Himmel mehr sehen können und keine Sterne, sondern nur mehr eine milchig-weiße Suppe aus künstlichen Wolken. Und weil unser Wasser von Glyphosat und anderem chemischen Teufelszeug so verpestet wurde, dass wir dreifache Filter um 20 bis 30 Millionen Guarani zu Hause haben, um das Wasser aus der Wasserleitung trinken zu können. Nein, glaubt nicht, dass wir da drüben im Paradies und im Wohlstand leben. Ihr habt hier das Wichtigste, saubere Luft, sauberes Wasser und sauberes Essen. Seid froh, wenn der nächste Handymast ein paar Kilometer weit weg ist.
Ihr bezahlt sonst teuer für diese sogenannte Zivilisation mit Krankheit, Stress, Burnout und ihr verliert das Lächeln auf euren Lippen und das Strahlen in euren Augen. Wir werden euch zeigen jedoch, wie man auch mit moderner Technik die Umwelt größtmöglich schützen wird. Und zuallererst nehmt unser Wasser, nehmt euer Wasser hier auf unserem Grundstück und ich hoffe, dass wir euch alle hier wiedersehen auf unserem Grundstück. Ihr seid herzlich willkommen.